zweimal auszusetzen mit dem Sommerfest, das tat schon weh. Und zu dieser bewussten Entscheidung treffen zu können, ja, wir ziehen es jetzt durch und wir machen das, das war so eine Erleichterung für uns alle. Und wir sind einfach nur froh, dass wir das wirklich jetzt hier heute machen können. Und ja, da kriegt man Gänsehaut. Ja, wow, endlich geht's wieder los. Wir können wieder feiern, wir dürfen wieder feiern. Und jetzt kann man wieder sich gegenüberstehen, mal ein Bierchen trinken, man kann die Gestiken wiedersehen. Ach, ehrlich. Ja, seit einiger Zeit haben wir, sag ich mal, engen Kontakt zur Logistikinitiative und unterstützen jegliche Sachen, die da angeschoben werden. Und so haben wir uns gedacht, nach mittlerweile jetzt 5 Jahre CEG wollten wir was zurückgeben und dieses Sponsoring mitmachen. Schon eine besondere Abend für mich und dann mit so einer guten Stimmung. Ich finde, einen besseren Start kann ich nicht haben. Ich komme gern zu dieser Veranstaltung, weil es wirklich eine der ganz großen Vernetzungsveranstaltungen in Hamburg ist und weil die Logistikinitiative eine unglaubliche Bedeutung für die Stadt hat. Und ehrlicherweise die Locations, die die Logistikinitiative auswählt, sind immer 1A. Um uns bekannt zu machen, wollten wir halt gerne Sponsor sein. Und es ist auch noch für eine gute Charity-Aktion. Zunächst mal ist es Tradition inzwischen, dass wir dieses Fahrrad hier sponsern. Der Hintergrund ist der, dass wir als Firma diese Firma Maibo unterstützen, ein soziales Projekt in Afrika. Als Unternehmen stehen wir für Kontinuität, für Qualität, für Sicherheit und das bringen wir auch in der Logistik rüber. Und deswegen ist gar nicht die Frage, ob wir sponsern, sondern welchen Arten von Sponsoring wir machen.